Er ist ein unglaublich sportlicher, dynamischer Manager. Er sieht aus wie ein Top-Athlet. Und er hat in Deutschland, glaube ich, Automobilgeschichte geschrieben. Also erstmal hat er einen Weltkonzern, der etwas Schwierigkeiten hatte, wieder ganz nach vorne gebracht. Er verbindet aus meiner Sicht zwei Eigenschaften, die ihn auszeichnen, und zwar Charme und Scharfsinn. Er ist ein Typ Mensch, der ein sehr angenehmes Gefühl gibt, wenn man neben ihm sitzt. Er ist jovial, er ist witzig, er ist lustig, aber er gilt auch als tougher Hund. Ehrgeiz, Arbeitswille, Innovation, neue Themen, das ist das, was ihn nach vorne bringt. Er hat eigentlich alles das, was einen erfolgreichen Manager auszeichnet. Ist ein Vollpower-Typ, voller Dynamik, voller Ausstrahlung und voller Lebenskraft. Lieber Matthias Müller, ich habe Sie ja nur einmal länger persönlich erleben dürfen, aber ich bin mir ganz sicher, wenn einer diesen Award verdient hat, dann sind Sie es. Ganz großen Glückwunsch dazu. Lieber Matthias Müller, ich gratuliere zu diesem Preis und wünsche alles erdenklich Gute. Matthias Müller hat den Preis verdient aus dem einfachen Grunde, weil er in den schwierigsten Zeiten als Vorstandsvorsitzender von VW wieder alles versucht hat und geschafft hat, in ruhigen Gewässer zu leiten und auch durch seine Menschlichkeit sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Matthias Müller hat den Preis absolut verdient, weil erfolgreicher Manager, in schwierigen Zeiten eine unglaublich schwierige Branche geführt, Top-Typ, sportlich, Ausstrahlung und ein Menschenfreund. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Award.